Heute mal wieder ein M3-Kettenfahrzeug oder Halbkettenfahrzeug. Und zwar ist es der Kobi 2535 M3 Gun Motor Carriage. Das Fahrwerk ist ähnlich wie beim Kobi 2536 M3 Armored Personal Carrier. Aber der Aufbau, der unterscheidet sich dann doch deutlich von dem anderen Modell. Das Set ist aus diesem Jahr, also 2020. Hat 576 Teile, eine Minifigur und gekostet hat das ganze Set 29,95. Ja, wie man hier auf der Vorderseite des schön gestalteten Kartons erkennen kann, spielt diese ganze Szenerie auf dem afrikanischen Kontinent und oder Kriegsschauplatz. Und zwar ist das der Wüstenkrieg in Nordafrika. Und im Hintergrund sieht man auch ein Sturmgeschütz 3, was abgeschossen wurde. Ja, ganz schön gestaltet. Ja, die Rückseite gibt uns halt hier Informationen über die Features, die das Modell alles so hat. Originalfotos haben wir dabei. Und wir sehen hier, dass wieder eine kleine Infotafel mit dabei ist. Ist immer wieder schön, dass die dabei ist. Und anscheinend scheint sie jetzt immer mit dabei zu sein. Im Inneren haben wir dann die zwei nummerierten Tüten und die Aufbauanleitung. In der Aufbauanleitung warten dann ...70 aufregende Bauabschnitte auf uns, ja, die sich auf zwei Bauabschnitte verteilen. Ja, wie Kobi es letzter Zeit immer oder wahrscheinlich jetzt nur noch sehr unschön immer macht. Auf der letzten Seite finden wir die Spielkarte, die ausgeschnitten werden muss. Macht natürlich kein Sammler. Und die, ja, schön ist wieder, dass wir da die komplette Teileliste von diesem Set hier haben. Ja. Und jetzt geht's an den Aufbau. Nach Ende des 42. Bauabschnitts haben wir dieses Ergebnis hier. Und sieht doch mal ganz nach LKW aus. Angefangen haben wir den Bau vorne mit der Lenkung. Ja, wie man mich schon darauf hingewiesen hat, ja, macht Kobi das mit der Lenkung auch schon etwas länger und nicht seit dem vorigen M3. Ja, nachdem wir vorne die Achse und so weit fertig haben, dann geht es weiter mit hinten mit der restlichen Karosserie. Wir sehen jetzt hier auch schon, es sind zwei Sitze verbaut, zwei Hebel, ein Lenkrad, dann wieder die Anschläge für die Türen sind schon dran. Prints sind bis jetzt noch keine verbaut worden. Und ja, wieder mal cool sind die besonderen Bautechniken, um zum Beispiel so Teile wie hier die Kotflügel zu bauen oder die Motorhaube hier. Die wird nachher auch einfach rübergeklappt und dann nach einigen, ja, lagenweise Platten, die wir hier hinten verbauen auf der Ladefläche, ist das Ding echt schon wieder massiv. Also das ist mega stabil wieder. Ja, bis jetzt hat Kobi da einen echt guten Job gemacht. Und mehr gibt es auch jetzt erstmal hier nicht wieder zu sagen zu dem ersten Bauabschnitt. Und ja, jetzt geht es an den zweiten und letzten Teil des Aufbaus. Ja, nun ist es fertig, das gute Stück. Und wie immer hat es wieder enorm viel Spaß gemacht beim Aufbau. Und ich muss sagen, ich mag diese Halbkettenfahrzeuge. Egal, ob es jetzt die von den Deutschen sind oder von den Amerikanern. Wir haben jetzt hier bei diesem Modell haben wir also sehr viele oder einige bewegliche Teile. Wie zum Beispiel hier hinten auf der, ich nenne es einfach mal Ladefläche. Dort können wir, Moment, das geht ein bisschen schwer auf, muss man schon richtige
Fingernägel haben. So, hier können wir so zwei Luken öffnen und da kann man auch die vier beiliegenden Granaten gut verstauen. Dann hier hinten eine Heckklappe. Die ist auch ein bisschen lieblos angebracht, finde ich. Dann im vorderen Bereich können wir hier die Panzerplatte oder die, ja, ich nenne sie einfach mal Panzerplatte, können wir runterklappen und hochklappen. Hier ist nicht so ein bisschen, also hier, das hält nicht allzu gut. Das ist ein bisschen, ja, nur mit einer Noppe befestigt. Dann haben wir hier auch noch schon zwei gebaute Türen, links und rechts. Die passen sich echt schön dem Verlauf der Silhouette des Fahrzeuges an. Das sieht richtig gut aus. Hier vorne an der Stoßstange befindet sich eine Rolle. Und wie man mir in den Kommentaren beim letzten M3 erklärt hat, ist das keine Seilwinde, sondern das ist eine Rolle zum Überwinden von Gräben. Wenn das Fahrzeug in den Graben reinfährt, würde es sich sonst wenn der Graben wieder hochgeht, in die Wand eingraben und diese Rolle halt rollt sich an der Schräge des Grabens ab und das Fahrzeug kann diesen Graben besser überwinden. Danke nochmal dafür, dass ihr mir einen Tipp gegeben habt dafür. Weiter ist, wie es sich für ein Halbkettenfahrzeug gehört. Wir haben hier vorne zwei schöne große Reifen und hinten dann das Kettenlaufwerk. Leider laufen die Ketten wie bei dem vorigen M3 auf normalem Untergrund oder sogar auf diesem Vlies nicht allzu gut. Diese Seite geht. Ja, es stoppt so ein bisschen. Also man muss schon so ein bisschen drücken, aber trotzdem läuft es so ein bisschen hakelig. Das ist aber nicht jetzt dem Laufwerk geschuldet, denn die Kette läuft total leicht. Okay, hat sich das etwa schon gelöst. Die läuft total leicht, eigentlich die Kette. Aber da ich hier nur so ein bisschen Auflagefläche habe hier, ja, reicht das schon, damit das Fahrzeug so ein bisschen hakelig läuft. Aber kann man mitleben. Da diese M3-Variante eine Art Panzerjäger ist, darf natürlich das Geschütz nicht fehlen. Das haben wir halt hinten auf der Ladefläche verbaut. Das ist eine 75 mm Kanone und die hat auch einige Details. Und zwar haben wir hinten halt ein Rad zum Verstellen wahrscheinlich der Höhe. Wir können das leicht, ja, in der Höhe können wir das richten und wir können das seitlich einen gewissen Schwenkbereich simulieren. Auch einige Prints haben wir hierbei. Hier die amerikanische Flagge, den Stern, hier vorne eine Beschriftung noch mit irgendeiner Seriennummer. Vorne über drei Fliesen super gedruckt, auch nochmal ein Stern. Und auf dieser Seite spiegelverkehrt oder gedreht, die gleiche Aufschrift. Nochmal hier amerikanische Flagge und den schönen großen Stern. Also alles ganz schön gemacht. Mit zum Set gehört natürlich auch die Kobi-Figur. Und na, ich versuche mal hier mit Tommy Gun. Und dem Typenschild. Alles in allem ist es ein gelungenes Modell, was Kobi uns hier geliefert hat. Und wirklich eine Bereicherung für jede Sammlung. Und das soll es jetzt auch wieder gewesen sein mit meiner Vorstellung. Würde mich über ein Abo und vielleicht einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Anregungen oder Ergänzungen zu dem Modell habt, was ich jetzt hier vergessen habe oder
falsch gesagt habe, dann ja, schreib es mir doch bitte einfach unten in die Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.